Ich mag. Aber es ist keine 10 von 10. Oh mein Gott. Okay, Leute, gebt euch diesen Crunch. Die sind zwar fest, aber schon noch sehr weich. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir testen heute wieder virale High-Protein-TikTok-Rezepte, beziehungsweise generell virale High-Protein-Rezepte, weil das bei euch so gut ankam und ihr dieses Format so liebt und ich auch. Dachte ich mir, machen wir es heute nochmal und wir starten auch direkt rein mit dem ersten Rezept und zwar, boah, ihr habt das bestimmt auch schon so oft gesehen, genauso wie ich, wir machen Isoclear-Gummibärchen. Alles, was wir dafür brauchen, ist natürlich Isoclear. Ich habe mich heute für Peach Eistee entschieden, weil ich möchte Eistee-Gummibärchen. Dann brauchen wir natürlich ganz wichtig Sofort-Gelatine. Ja, zwei Päckchen für die Menge, die ich jetzt mache. Und natürlich Gummibärchenform. Ich kann euch die gerne verlinken. Die habe ich von Amazon. Und ja, die kosten nicht viel. Ja, ich verlinke sie euch mal in der Infobox. Und ja, das ist auch alles, was wir brauchen. Und natürlich Wasser. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Friends, kurzer Zwischenbreak. Ich wollte euch nur kurz darauf hinweisen, dass es heute bei ESN ab 18 Uhr 20% auf alles gibt. Ich habe in meiner Insta-Story nochmal Produkte empfohlen für euch, was ich mir bestellen würde. Und wenn ihr Fragen zu Produkten habt, schreibt es mir immer sehr gerne. Code ist wie immer LB. Und ja, alles Weitere seht ihr dann in meiner Story und ja, genau, das wollte ich euch nur ganz kurz sagen, bevor es jetzt mit dem Video weitergeht. Und so Leute, das erste, was wir machen müssen, ist 150 ml Wasser in einem Topf erwärmen und jetzt geben wir 30 Gramm Isoclear dazu. Also einen gut gehäuften Scoop. So, und sobald das Ganze erwärmt ist, das muss gar nicht kochen, es muss nur leicht erwärmt werden, geben wir ja unter ständigem Rühren direkt die Sofortgelatine dazu. Und dann geht es auch schon direkt ans Befüllen, weil man muss dann schnell sein, weil das wird fest. So, wir geben jetzt doch erstmal anderthalb Päckchen dazu, weil ich glaube, das reicht sogar aus. Und circa die Hälfte vom zweiten. Und rühren, rühren, rühren. Ganz wichtig. So, und sobald wir das jetzt hier aufbereitet haben, können wir jetzt unsere Förmchen befüllen mit einer Pipette. Wie gesagt, die ist in einem Set dabei. Jetzt befüllt ihr einfach nach und nach eure Förmchen und dann muss das Ganze nur noch auskühlen. Ich bin mal gespannt, ob es mit der Menge von Gelatine reicht, weil sonst muss ich nochmal einkaufen gehen, weil ich nicht genug habe. Ich mache das mal kurz und wir sehen uns danach wieder. Die waren dann jetzt für circa 2 bis 4 Stunden im Kühlschrank. Ihr müsst einfach beobachten, wann die fest werden. Ich hoffe, sie werden fest, aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass sie fest werden und wir sehen uns dann wieder. Achso, und ich habe übrigens 3 Förmchen rausbekommen. Ewigkeit später. So, Freunde, ein paar Stunden später und meine Isoclear-Gummibärchen sind ready. Schaut euch mal an, wie die glibbern. Ich muss ehrlich sagen, es hätte doch ein bisschen mehr Gelatine benötigen können. Die sind zwar fest, aber schon noch sehr weich, also so glibbrig. Wisst ihr, also als wenn das so Götterspeise wäre. Aber der Geschmack ist ja was zählt und ich muss mir auch mal größere Förmchen kaufen, weil die aus den Formen zu kriegen, ciao Leben. Sally hatte da bessere Form am Start. Einfach eine Eiswürfelform nehmen, das ist, glaube ich, besser. Aber wir probieren die jetzt trotzdem mal. Ich nehme jetzt mal so einen Donut hier. Ja, ja. Die sind zu glibbrig. Ich stelle die nochmal in den Kühlschrank oder Gefrierschrank. Und falls sich noch was an der Konsistenz ändert, melde ich mich nochmal. Lecker sind sie natürlich, weil es schmeckt einfach nach Isoclear. Und das ist halt lecker. Aber es ist keine 10 von 10. Ich habe nicht so das Gummibärchen-Feeling, wisst ihr? Ich muss kurz rangehen, Mama ruft mich an. Okay. So, I'm back. Also, was wollte ich sagen? Wie gesagt, ist keine 10 von 10. Ich probiere es aber nochmal mit mehr Gelatine. Und ich stelle sie jetzt aber nochmal ein paar Stunden kalt. Vielleicht ändert sich noch was. Und falls nicht, dann sehen wir uns direkt beim nächsten Rezept wieder. So, Freunde, nächstes Rezept sind einfach Crispy Chicken Tenders. Ich habe die so oft auf meiner For You-Page gesehen, deswegen machen wir die heute. Das Ganze soll nämlich einfach im Airfryer gehen. Alles, was wir dafür brauchen, ist einmal, die Hauptzutat ist natürlich, wer hätte es gedacht, Chicken. Und das habe ich gerade schon auftauen lassen, weil ich hatte das eingefroren. Und für die Panade brauchen wir Cornflakes. Ich habe hier ja eh diese ungesüßten Cornflakes zu Hause. Und vorher macht man das nicht in Ei, sondern in Greek-Joghurt jetzt laut dem Rezept. Habe ich nicht da, deswegen nehme ich jetzt einfach Quark und rühre den zu Joghurt an. Es geht ja ums Prinzip, dass da Joghurt dran ist. So, bis der uns noch mehr Proteine hat. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich hier richtig Bock drauf, sag ich euch. So, Freunde, das Erste, was wir machen, ist diese Chicken-Dinger hier, weil ich habe große Stücke gekauft. Die müssen wir jetzt in kleine Tender schneiden. Und das mache ich jetzt mal. Ich erspare euch mal den Einblick, wie ich rohes Chicken schneide.
Next Step, die Cornflakes klein schreddern. Das Ganze mache ich in meinem kleinen schönen Mixer hier. Und ich würde sagen, wir nehmen so, was nimmt man da, 30 Gramm. Ich habe jetzt 250 Gramm Hähnchen, nehme ich mal 30 Gramm Cornflakes. Ja, bevor ich was wegschmeiße danach, mache ich erstmal lieber weniger. So Freunde, mein Hähnchen habe ich jetzt ca. 10-15 Minuten im Kühlschrank marinieren lassen. Das Ganze sieht jetzt ca. so aus. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's an das Panieren. Ich habe jetzt hier meine Cornflakes-Mischung und die gebe ich jetzt auf den Teller und dann lege ich das Hähnchen da rein und dann kommt es in den Airfryer. So, Freunde, meine Chicken Tenders sind ready. Schaut euch das mal an, wie knusprig die sind. Wow. Also die sind einfach nur perfekt geworden. Ich hoffe, sie schmecken jetzt auch genauso. Wir probieren jetzt. Boah. Also erstmal habt ihr diesen Crunch gehört. Zweitens, wie saftig ist das bitte? Mmh. Erstmal. Ich bin richtig geschockt, Leute. Ich muss sagen, ich hätte es noch ein bisschen salziger machen können. Aber für die meisten wird das salzig genug sein. Aber ihr wisst, wie ich bin. Ja, was soll ich sagen? Ist eine 10 von 10, das Rezept. Es ist super easy gemacht. Das sind so richtig einfache Zutaten. Und es ist ultra clean. Einfach nur geil. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Außer 10 von 10. Das könnt ihr natürlich genauso gut wahrscheinlich mit vegetarischen Hähnchen machen. Für alle Vegetarier oder Veganer. Ja, genau. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Sollte aber auch gehen. Boah, und ich lasse mir das jetzt schmecken, aber ich brauche noch einen Dip dazu, weil Dip macht alles besser. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten und letzten Rezept wieder. So, Freunde, es ist Zeit für das letzte TikTok-High-Protein-Rezept. Und das wollte ich schon so lange machen, aber irgendwie kam ich noch nicht zu. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist die Hauptzutat Protein-Wraps. Ich habe jetzt hier die von Moa genommen, weil die gerade bei mir angekommen sind. Ich hatte mir gerade im Supermarkt sogar noch die No-Name-Protein-Wraps gekauft, weil die nehmen sich ehrlich gesagt nichts, also die schmecken beide gleich. Ja, genau. Und was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen Zimt und laut TikTok-Rezept Erythrit-Zuckerersatz habe ich nicht da. Deswegen nehmen wir heute mal normalen Zucker. Na, ist jetzt auch kein Weltuntergang, sind wir ehrlich. Und vor allem nicht bei der Menge, die man braucht. Und ja, was gibt es? Es gibt High-Protein-Cinni-Minis. Aus dem Airfryer und ich bin richtig gespannt, weil man soll einfach nur die Protein-Wraps klein schneiden, in Airfryer geben und mit diesen beiden Sachen quasi würzen. Ich weiß nicht, ob vorher oder nachher, muss ich mal nachgucken. Aber ich bin richtig gespannt. Ihr wisst, ich liebe Cereals und das wäre der Game Changer, das sage ich euch. Wir machen das jetzt mal, ich bin richtig gespannt. Schöner hätte man sich nicht aufmachen können. Okay, ein Unterschied direkt. Die gehen viel leichter auseinander als die No-Name. Und die sind irgendwie, die sind irgendwie saftiger. Wisst ihr, was ich meine? Also die sind so, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, weicher. Ich nehme jetzt mal nur zwei, weil ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Aber wir müssen ja hier die Rezepte drehen. Jetzt einfach nur in mundgerechte Stücke schneiden. Wir sehen uns gleich wieder. So, alle gestapelt und jetzt wird es noch so geschnitten. Ich hoffe, die kleben jetzt nicht gleich alles zusammen. Boah, ich finde das so satisfying, Leute. Ich würde das am liebsten gerade so essen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das ja so satisfying, wie fudgy das aussieht. Boah, geil. Aber nein, wir machen Cereals, Laura. Wir machen Cereals. Okay, die werden zu klein, wenn ich die jetzt mal schneide. So. Die Eckstücke sind ein bisschen dumm, aber egal. Dann können wir die so snacken. So, jetzt muss ich die nur auseinanderkriegen. Geht aber. Okay, next step, wir machen die in eine Schüssel. Wenn man sie dann getrennt hat voneinander, dann brauchen wir ein bisschen Ölspray. Könnt natürlich auch normales Öl nehmen, aber das kann man ein bisschen besser dosieren. Und dann kommt der Rest drauf, weil es muss ja auch irgendwie haften bleiben. Das war nämlich der Punkt, wo ich noch irritiert war, wie das dann haften bleibt. So, ein bisschen Zimt, okay, ein bisschen viel Zimt und durchmixen. Oh, Mist.
Ich hätte auch eine größere Schüssel nehmen können tatsächlich, aber gut, ne? Warum einfach, wenn es so kompliziert wird? Manchen ist jetzt ein bisschen viel Zimt dran, aber viel hilft viel bekanntlich. Passt auf, ich mache jetzt noch ein bisschen flüssiges Süßstoff dran, damit wir nicht so viel Zucker verwenden, aber die trotzdem süß sind. Ich glaube, Zimt ist tatsächlich genug dran. Also ich meine, man kann nie genug Zimt haben, ne? Gar keine Frage. Aber ich glaube, das reicht. Also ich finde, Aussehen tun die jetzt schon mal richtig, richtig gut. Ich finde, die sehen schon richtig gut aus und die schmecken echt, also vom Geschmack an sich, wie sind die Minis gerade, finde ich. Nur, dass sie noch nicht knusprig sind. Das macht aber jetzt der Airfryer. So, Freunde, die sind fertig und schaut sie euch mal an, die Männchen. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen, ohne dass alles runterfällt. Die sehen ja mal so geil aus, oh mein Gott. Ich lasse die jetzt ganz kurz auskühlen, weil dann werden die erst richtig knusprig. Und dann sehen wir uns gleich zum Taste-Test wieder. Okay, Leute, gebt euch diesen Crunch. Ich hoffe, man hat es gehört, aber boah. Wäre das Ganze jetzt nochmal, wie man es macht, bei Cornflakes mit Milch probieren. So, Freunde, ich war jetzt gerade eine Runde mit Bunch spazieren. In der Zeit sind die schön abgekühlt und die sind jetzt mega knusprig alle. Und wir machen die jetzt hier mal in meine Milch rein. Ich mache erstmal ein paar rein, weil ich ja noch nicht weiß, ob das nicht geil ist, wenn man die einfach pur snackt. So, hier haben wir die guten Cornflakes. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, das schmeckt ja... Boah, das schmeckt ja richtig geil, Leute. Ich würde fast sagen, das schmeckt 1:1 wie Cindy Minis. Klar, die Konsistenz ist ein bisschen anders. Aber ich komme gar nicht drauf klar. Einfach selbstgemachte High-Protein Cindy Minis. Und das geht so schnell. Ey, das ist ja mal so ein Game-Changer, Leute. Nee, I'm out. Das ist so geil. Oh mein Gott. Das müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Weil bis auf die Protein-Wraps habt ihr normalerweise eigentlich immer alles zu Hause. Man kann es natürlich auch im Ofen machen. Bestimmt kann man die auch ein bisschen in der Pfanne anbraten mit Öl und so rösten. Ich glaube, es geht überall. Aber Airfryer ist schon auf jeden Fall wild. Und klar, die werden nach einer Zeit wieder weich, aber es werden ja normale Cornflakes genauso schnell. Also da ist auf jeden Fall gar kein Unterschied. Ich würde sogar tendenziell sagen, dass die richtig knusprigen Stücke ein bisschen länger knusprig bleiben als normale Cornflakes. Finde ich sehr gut. Also Leute, auf jeden Fall Bombastic Side-Eye. Also Leute, auf jeden Fall nachmachen und markiert mich immer gerne in euren Stories oder auf TikToks von Rezepten, die ich nachmachen soll. Ich freue mich sehr darüber. Und vergesst nicht die 20% Aktion bei ESN, wo ihr 20% auf alles bekommt. Das lohnt sich, sag ich mal. Und ansonsten würde ich sagen, beende ich das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und auf Instagram natürlich vorbeischauen für mehr Food-Content und lustige Gym-Vlogs. Also da, wirklich, da seid ihr mit allem bedient. Tägliche Stories bis zum Umfallen. Deswegen, wir können auch mal sehr gerne schreiben. Schreibt mir einfach. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.